Der Bundestag hat entschieden, Nancy Faeser muss nicht zurücktreten. Und das, obwohl ja noch Anfang des Jahres auch zahlreiche Ampelpolitiker den Rücktritt Faesers gefordert haben, sollte sie im Hessen-Wahlkampf als Ministerpräsidentin antreten. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, an diesem nicht ganz so wunderschönen Freitagmorgen, denn es regnet hier heute bei uns. Und ich meine, ihr habt wahrscheinlich die Nachrichtenberichte der letzten Tage genauso intensiv verfolgt wie ich. Beispielsweise kann man hier auch eine sehr interessante Kurzdokumentation sehen von news.de über die aktuellen Zustände in Lampedusa, also in der italienischen Insel, die ja auch sehr nah am Festland von Tunesien liegt. Ich verlinke es euch unten drunter. Glaubt man natürlich einfach nur den Berichten der öffentlich-rechtlichen Medien, dann sieht man natürlich nur die Mutter mit ihren Kindern aus Afrika beispielsweise in Richtung Europa flüchten. Ja, und das liegt einfach daran, dass man halt eben die ganzen anderen, die hier noch mit im Bild sind, einfach aus dem Bild bei den Öffentlich-Rechtlichen herauscroppt. Also das ist halt die übliche Art und Weise, wie man dort Berichterstattung mittlerweile macht. Man framet es eben sich so hin, wie es einem gerade selbst passt. Aber die meisten Bürger haben ja mittlerweile begriffen, dass es eine ernsthafte Bedrohung ist. Sogar zahlreiche Unionspolitiker und FDP-Politiker fangen ja jetzt mittlerweile an, von Kontingenten zu sprechen, von Höchstgrenzen zu sprechen und so weiter. Aber allen voran ist natürlich immer ein Mensch in Deutschland verantwortlich für die Sicherheit im Innern. Und das ist Nancy Faeser. Und ich will euch jetzt einfach nur, gebt mir nur mal einfach eine einzige Minute, die ihr jetzt mal richtig gut aufpasst. Also ich weiß, dass ihr immer gut aufpasst, aber gebt mir jetzt wirklich mal eine einzige Minute, um euch zu zeigen, wie eigentlich Nancy Faeser sich aktuell in der Öffentlichkeit gibt und ob hier die Prioritäten tatsächlich richtig eingenordet sind und vor allem, ob diese Frau sich überhaupt den Ernst der Lage hier wirklich mal bewusst gemacht habt. Dazu springen wir einfach in eine Talkshow rein, nämlich bei Anne Will. Die habe ich mir vorhin komplett angeschaut. Ja, ihr dürft hier dadurch auf jeden Fall ein bisschen Mitleid mit mir haben. Denn ihr müsst euch jetzt nur diese eine einzige Minute hier anschauen und die Diskussion und einfach mal Nancy Faeser mittendrin. Es ist auf jeden Fall leider Gottes ziemlich unterhaltsam. Dann sich zu verpflichten, Menschen zurückzunehmen. Das haben wir nicht in diesem Maße. Und das gesagt, funktioniert aus meiner, aus unserer Sicht viel besser. Es geht nicht nur um den Abkommen mit Herkunftsländern, weil das bringt sehr wenig. Beides. Wir müssen beides. Ja, aber, wir müssen Migrationsabkommen mit Drittstaaten machen. Wir müssen sichere Herkunftsstaaten definieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass irreguläre Migration insgesamt zurückgedrängt wird. Das sind, das kann man zehnmal sagen. Nein, wir machen das ja schon. Wir müssen das genau über legale Möglichkeiten, genau. Also diese Kombination ist doch das Wichtige und Entscheidende. Und Sie steuern, also Herr Spahn, von Ihrer Partei, die vorher gar nicht geordnet und gesteuert hat, ist es schwierig. Ach ja, Sie sagen, es ist schwierig. Sie haben damit angefangen. Ich möchte auch ganz kurz nochmal verstehen. Obergrenze ist schon gefallen. Ja, das war es dann auch schon. Und ich denke mal, hier kriegt man eigentlich so einen ganz guten Eindruck davon. Einerseits, wie die aktuelle Regierungskonstellation funktioniert und wie eine Nancy Faeser eben sich tatsächlich den Ernst der Lage bewusst macht und ob sie hier tatsächlich Lösungen parat hat, die etwas anderes sind als einfach nur all die ganzen Floskeln, die wir schon immer und immer wieder in den letzten Jahren gehört haben, wo aber nie etwas passiert ist. Wo sie allerdings recht hat an der Stelle bei Herrn Spahn, ja, dass ja auch die CDU jahrelang an der Regierung war und sich einfach den Ernst der Lage nie bewusst gemacht hat. Stattdessen hieß es damals immer einfach nur, wir schaffen das, es ist alles kein Problem. Aber wir erinnern uns ja auch ein bisschen an die Berichterstattung und an all die ganzen Ereignisse der letzten Wochen, die unter anderem ja auch dazu geführt haben, dass sogar Historiker wie Hubertus Knabe Nancy Faeser angezeigt haben. Das verlinke ich euch auch unten drunter. Hier hat er das nochmal auf seinem Blog wirklich sehr eindrucksvoll
Schritt für Schritt geschildert, weil der hat ja auch eine sehr lange Vergangenheit, hat sich schon mit zahlreichen Beispielen aus der DDR-Zeit damals und so weiter mit Beschäftigten auseinandergesetzt. Und das Interessante an dieser Stelle ist jetzt, nicht wenn wir uns die Beurteilung des Historikers Herr Knabe anschauen, sondern dass ja die AfD einen Antrag in den Bundestag eingebracht hat, nämlich darüber abzustimmen, ob Frau Faeser zurücktreten muss. So, dieser Antrag, der war natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das war eigentlich jedem bewusst, weil es ist ja völlig klar, dass die Ampelregierung und so weiter nicht für den Rücktritt von Faeser abstimmen wird. Aber zumindest konnte man jetzt mal wieder so ein bisschen einordnen, wie eigentlich die Union hier gestrickt ist, wenn es darum geht, ob man eben mehr die Sicherheit Deutschlands im Interesse hat oder ob man hier wieder über irgendwelche Brandmauern sprechen möchte und dann im Zweifel doch wieder der Ampelpolitik beispringt. Also das berühmte Theorie und Praxis. Und was sehen wir da? Oh, insgesamt von 736 Mitgliedern im Bundestag, die abgestimmt haben, hier seht ihr es, Rücktritt der Bundesministerin des Innern und für Heimat. Das war vor 2 Tagen am 20. September. Und wir sehen jetzt nur 68 Abgeordnete, also ein ganz kleiner Teil, nämlich einerseits von den AfD-Mitgliedern und von einigen fraktionslosen Mitgliedern. Interessant hier zu sehen, dass bei den Fraktionslosen 3-1 für den Rücktritt gestimmt haben, haben alle Regierungsmitglieder, das war natürlich zu erwarten, aber auch alle Linken und alle CDU-CSU-Mitglieder dafür abgestimmt, dass Faeser im Amt bleibt. Es gab zwar 2 Enthaltungen bei der CDU-CSU-Fraktion, aber nicht eine einzige Person dort, auch nicht von der FDP, hat sich durchringen können, hier für die Demokratie zu entscheiden. Weil wenn wir uns das, und da sehen wir gleichzeitig auch das Problem der aktuellen parlamentarischen Demokratie, wenn wir uns nämlich mal die Bürgerbefragungen anschauen, dann sehen wir, dass hier 52% der Befragten in einer repräsentativen Umfrage sich ganz klar für den Rücktritt von Nancy Faeser ausgesprochen haben. Nur 21% wollten demnach, dass sie bleibt und 27% machten keine Angabe, ja. Und das ist das, was aktuell die Mehrheit der Bürger will. Aber da sind wir wieder beim klassischen Principal-Agent-Problem, ja. Wenn die Bürger hier die Macht und die Autorität delegieren an die Agenten, ja, in diesem Fall an die Politiker, entstehen alle möglichen Conflict of Interests. Diese Beziehung zwischen Principal und Agent, die gibt es überall, auch in der Wirtschaft, zwischen beispielsweise Management und Aktionären einer Firma. Damit will ich euch jetzt gar nicht mehr langweilen. Was ich nur sagen will, interessant ist doch immer wieder, wie häufig man in der Politik seinen Hals wieder wendet. Denn ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, wie das Anfang des Jahres war, als zahlreiche Politiker von Union, aber auch von FDP, wie zum Beispiel ein Herr Kubicki, schöne Grüße, und natürlich auch der Grünen sogar, gesagt haben, Nancy Faeser solle doch bitte zurücktreten, und zwar in dem Fall, dass sie in Hessen zur Ministerpräsidentin gewählt werden will. Wie wir ja alle mittlerweile wissen, ist das ein ganz klares Ziel aktuell von Nancy Faeser, weswegen sie ja auch mit Herz und Leib im Wahlkampf in Hessen aktuell aktiv ist. Und viele Politiker haben damals gesagt, diese Doppelrolle ist gerade in der aktuellen Situation nicht eines Innenministers, also einer Innenministerin würdig. Und man soll hier seine Prioritäten in Ordnung bringen und dann als Innenministerin zurücktreten. Das hat sie allerdings nicht gemacht. Sie zeigt hier ganz klar, dass sie sich überhaupt nicht auskennt in einigen wichtigen Sachfragen, dass sie sogar eigene Mitarbeiter völlig falsch behandelt, wie eben ein Herr Schönbohm, und dass sie dem Ernst der Lage überhaupt nicht gewachsen ist. Und gleichzeitig können wir dadurch auch wieder sehen, dass auch die Union nicht diesen Ernst der Lage gewachsen ist
und dass all die ganzen Versprechen und Bekundungen, die jetzt von der Unionsseite kommen, von wegen Steuerung der Migration und Höchstgrenzenkontingente, nichts anderes als Lippenbekenntnisse sind.